Licht aus. Mach endlich Schluss, Papa. Nacht für Nacht. Das hält doch kein Mensch aus. Geh ins Bett jetzt. Er kommt. Ich weiß es. Der Schweinehund versucht's bestimmt nochmal. In 4 Stunden musst du zur Arbeit. Was ist, wenn du einschläfst und die Schranke oben lässt? Geh schlafen. Lass mich allein. Ach, Papa. Na los. Und geh schon. Und kein Licht. Das habe ich mir fast gedacht. Stehen bleib, oder ich schlag dir den Schädel ein. Also kann ich denn nur endlich das Bild mal frei haben? Ja, doch. Wie soll man denn hier arbeiten? So geht's doch nicht. Als sie rauskam, war ihr Vater schon tot. Es sind keine 20 Schritte. Sie muss den Täter gesehen haben. Komm, ich zeig's dir mal. Kriminalhauptmeister Arnold Matowski. Verheiratet, 2 Kinder. Ist von da gekommen. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Aufgrund einer Sondergenehmigung weiter im Dienst. Ja. Es war 2 Uhr. Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, verheiratet, 1 Kind. Ein erfahrener, routinierter Praktiker. Im Augenblick ist noch der Arzt bei ihr. Ich gehe gleich wieder rauf. Nichts vom Beil, keine Spur. Dafür ist es da umso besser. Kriminalobermeister Theodor Beer, glücklich und wohlhabend verheiratet. Seine Frau besitzt mehrere Frisiersalons, keine Kinder. Größe 45. Du spielst ein Netz im Augenblick. Kriminalobermeister Eberhard Seidel, Benjamin im SK1. Also kann ich endlich den Weg frei haben? Man kann ja gar nicht arbeiten, man kommt ja völlig durcheinander. Ja, ist ja gut. Was ist denn eigentlich Otto heute? Er ist krank. Was macht jetzt der da? Entschuldigung. Kornberg. Tot. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Erstochen, habe ich gehört. Nee, mit dem Beil erschlagen. Ah. Von wem?
Wo ist denn Barbara? Die muss noch im Haus sein. Die Betschwester ist gerade reingegangen. Moment mal, was soll denn das? Ich bin befreundet mit der Tochter von dem. Jetzt gehen Sie bitte zurück. Ich muss Sie aber sprechen. Aber Sie hören doch, das geht jetzt nicht. Da kann man nichts machen. Erst sichern die Spuren. Na komm. Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Sie wird bald einschlafen. Ja. Kannst du mir vorher noch ein paar Fragen beantworten? Aber nur ein paar. Nein, nein, das geht jetzt nicht. Das Mädchen muss seine Ruhe haben. Es dauert ja schon nicht so lange, nicht wahr? Nein, nein, nur ganz kurz. Das ist Frau Schmiedel, die Gemeindeschwester. Guten Tag. Rufen Sie mich an in 2 Stunden etwa. Und keine Tropfen mehr, sie hat genug. Darf ich jetzt? Nein, 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 hören Sie mal, warten Sie doch. Die hat das ja mitgenommen, die ist sehr empfindlich. Seien Sie beruhigt, ich bin ganz vorsichtig. Fertig. So lassen Sie sie doch zufrieden. Ein Augenblick, ich bin ja, das dauert ja noch. Aber verstehen Sie denn nicht, die ist fertig, die kann nicht mehr. Tja, was war das für ein Mann? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wir hatten wenig Kontakt. Überhaupt keinen. Ja, hin und wieder mal so ein Wort über einen lauten Zaun, aber das war auch alles. War so ein bisschen... Er war ein Sonderling. Ja, das war er. Das Einzige, was den interessiert hat, waren seine Hühner. Tja, und den hat man halt umgedreht. Vor im Monat 21, vor 10 Tagen 17, gestern 5, warum macht man sowas? Naja, wie sollen wir das wissen? Ich habe Ihnen doch gesagt, wir hatten keinen Kontakt mit dem. Vielleicht wollte man ihn wegekeln. Das könnte doch sein, oder? Ja. Ja, und warum? Warum soll man sowas tun? Na, sehen Sie sich mal sein popliges Haus an und dann die anderen. Es soll ja Leute geben, die sowas stört. Uns nicht. Die Leute waren uns völlig gleichgültig. Na, und die Hühner? Hm? Ich meine, jeden Morgen dieser Krach. Unsere Schlafzimmer liegen danach drüben, also wir haben nichts gehört. Auch heute Nacht nicht, als das Mädchen geschrien hat. Ich habe ein Schlafmittel genommen und nö. Ich habe überhaupt nichts gehört. Na ja. Dann muss ich Sie noch bitten, mitzukommen zum Protokoll. Ich auch? Ja, das wäre ganz gut. Ja, kann ich vorher noch meine Firma anrufen? Aber klar, machen Sie mal. Ich gehe schon vor. Ja, ja, ist gut, wir kommen gleich noch. Unglaublich, diese Fragerei, als ob ich's gewesen wäre. Ist doch möglich. Du, sag mal nicht mal einen Spaß. Ich mach keinen Spaß. Sie haben ihn doch gesehen, dann müssen Sie doch irgendwas. War er groß? War er klein? Und Sie haben auch keine Ahnung, wer das gemacht haben könnte? Haben Sie irgendeinen Verdacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ist ja schon gut, nicht aufregen. Tut mir leid, aber die ersten 24 Stunden sind immer die wichtigsten für uns. Bleiben Sie schön liegen, versuchen Sie zu schlafen. Kümmern Sie sich gar nicht um mich. Ich schreibe mir nur noch schnell Ihre Personalien auf. Ja, da muss man das hier sein. Das ist für... Karin. Karin, warte doch. Kaminski. Was? Ja? Wenn es Ihnen recht ist, kann ich jetzt die Tannen pflanzen. Was? Ach so, ja, ja, das heißt... Ja, wenn Sie nicht passt, kann ich auch wiederkommen. Nein, 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 machen Sie mal. Sie wissen ja, wo alles ist. Ja, entschuldigen Sie. Karin! Ist Barbara oben? Das geht dich nichts an. Ich muss Sie sprechen. Das könnte so passen. Jetzt, wo der alte Mann tot ist, da glaubst du, du hast freie... Es ist ja unverschämt. Mach
dass du rauskommst. Ach, Sie haben doch hier überhaupt nichts zu sagen. Als Kornberg noch da war, durften Sie sich doch hier gar nicht sehen lassen. Ich helfe, ja, aber... Ja, Sie helfen. Sie helfen immer, selbst da, wo Sie nicht will. Ich will, der macht die Tür von außen zu, du Herumtreiber. Die hat doch jeder gemerkt, was Sie vorhaben. Sogar der alte Kornberg. Aber den hätten Sie nie rumgekriegt. Schaff mir bloß die Betschwester vom Hals, hat er gesagt. Und wenn du jetzt nicht verschwindest, da passiert aber was. Was ist denn hier los? Ich hab den erwischt, der sich reinschleichen wollte. Ist doch Hausfriedensbruch. Ja, und was wollen Sie hier? Ich bin Alex Winter, ein Freund von Barbara. Sagen Sie, man soll verschwinden. Ja, tut er ja auch ohne Gabel. Ich muss zu Barbara. Das geht jetzt nicht, sie schläft. Kommen Sie noch mal wieder. Ich komme wieder, Frau Schmieden, ob Sie ihn passt oder nicht. Ich komme wieder. Also, Mama, warum regen Sie eigentlich so auf? Nur weil er mit Barbara sprechen will, gehen Sie gleich mit der Gabel auf ihn los? Soll doch ein Mädchen zufrieden lassen. Student, der nichts hat und nichts ist. Früher hätte er sich ja nicht getraut, herzukommen. Hatte Kornberg was gegen ihn? Alex Winter? Der war ja das rote Tuch für den, der ist ja verrückt. Wie das damals passiert ist mit dem Bein, war Barbara dabei. Auf dem Motorrad. War ja ein Wunder, dass das Mädchen nichts abgekriegt hat. Es hat keinen Zweck zu warten, so schnell wacht ihr nicht auf. Ich warte trotzdem, ist doch nicht verboten, oder? Nee, verboten ist es nicht. Sagen Sie mal, muss ich mal was fragen, begleiten Sie mich ein Stück? Ich lasse Sie nachher wieder zurückbringen. Wenn es sein muss. Die nehmen den mit. Das ist ja wohl auch klar. Wenn ihr da und rumlungert, ist er doch verdächtig. Ja, aber der hat doch mit der Sache überhaupt nichts zu tun. So? Warten Sie mal, wann war denn das? Vor 4 Wochen. Wenn ich da nicht dazwischen gegangen wäre, hätte er es damals schon gemacht. Alex Winter? Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ja. Wie ein Wilder ist der da auf den alten Kornberg losgegangen. Der hat den glatt umgebracht. Was war denn der Grund? Na ja, der Alte hat zu ihm gesagt, seine Tochter sei ihm zu schade für so einen Krüppel. Hat er wirklich Krüppel gesagt? Ja, Krüppel. Na, ist ja kein Wunder, dass er auf ihn losgegangen ist. Ich glaube nicht. Es waren ziemlich große Restposten, die sind weggegangen wie warme Semmeln. Hier, das ist alles, was übrig geblieben ist. Naja, bei dem Preis war es ja kein Wunder. Die Größe stimmt, 45. Wir waren alle 45, darum waren sie ja so billig. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute so große Füße haben. Ein paar Einlegesohlen, dann geht das schon. Das Geschäft war nicht die Stiefel, verdient haben wir einen Einlegesohlen. Wie groß waren der Posten? An die 2000. Da brauchst du gar nicht zu fragen, wer diese Stiefel gekauft hat. Mann, das ist ein Vierteljahr her und die Leute kommen von überall. Soll ich sie einpacken? Nee, ich habe 47. Na, wer nicht? Ich? Ich hatte nichts gegen ihn. Der hatte was gegen mich. Wegen seiner Tochter? Am liebsten hätte er sie eingesperrt. Selbst vom Büro hat er sie abends abgeholt. Er hatte eine wahnsinnige Angst. Vor Ihnen? Ach, dass sie ihm durchbrennt, wie Ihre Mutter. Ah, nee, das ist zu voll. Wir bleiben lieber hier. Was trinken Sie? Bier. 2 Kaffee, ein Bier. Nee, für mich Mineralwasser, bitte. 1 Kaffee, ein Mineralwasser, ein Bier. Wissen Sie, der Kornberg, der hat mit allen Krach gehabt. Fragen Sie mal seinen Nachbarn, den Kaminski. Haben wir schon. Der ist ganz gut mit ihm ausgekommen. Hast du Feuer? Nee. Ja, ich hab. Hat der das gesagt? Ja. Da kann ich doch nur lachen. Schauen Sie mal seinen Apfelbaum an. Steht genau am Zaun. Eines Abends hat Kornberg alle Äste abgesägt, die auf sein Grundstück ragten. Und dann gab's Ärger? Aha. Kaminski hat sich revanchiert. Hat einen Huhn abgeknallt. Nur weil es in seinen Garten kam. Wissen Sie womit? Mit dem Luftgewehr. 4-mal hat er abgedrückt. Und jetzt behauptet er, dass er gut mit ihm ausgekommen ist. Haben Sie sich gestern mit Fräulein Kornberg getroffen? Ganz kurz am Abend. Ich hatte nie viel Zeit. Bier? Was für euch? Ich. Danke. Und für mich Mineralwasser. Ja. Also. Sie haben sich gestern mit Fräulein Kornberg getroffen. Und dann? Dann bin ich nach Hause gegangen und habe den Zylinderkopf vom Motorrad auseinandergenommen. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Das wollen Sie doch wohl wissen, oder? Ja, dann möchte ich auch gern wissen, ob das jemand bezeugen kann. Ja, Wehrmeister, das ist ein Freund von mir, der hat mir dabei geholfen. Kurz vor 12 haben wir Schluss gemacht. Also keine Zeugen für die Zeit zwischen 12 und 3. Ja, wie denn? Meine Eltern sind doch verreist. Kann ich jetzt gehen? Ja.
Nee, nee, lassen Sie mal, das machen wir schon. Vielen Dank. Bitte, bitte. Können wir vielleicht ein paar Tage zu deiner Schwester fahren? Lust hast? Vielleicht zum Wochenende? Was meinst du dazu? Na dann nicht. Was erwartest du eigentlich von mir? Soll ich sagen, ich war's? Ich muss dich enttäuschen, ich war's nicht. Aber zu Hause warst du auch nicht. Ich war in meinem Zimmer. Nicht, dass ich nachgesehen habe. Was fantasierst du da eigentlich? Dieser Kornberg hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber seine Tochter. Weißt du nicht, was du redest? Für wie dumm hältst du mich eigentlich, ja? Das war so widerlich, das war so peinlich. Karin, überleg dir, was du sagst. Ich hab mich so angeekelt, wie du jeden Abend mit deinem Fernglas am Fenster gestanden hast und darauf gewartet hast, bis das Mädchen sich auszieht. In allen Ecken hast du dich da rumgedrückt, nur um ein paar Worte mit dir reden zu können. Du lügst, da ist doch überhaupt kein Wort davon wahr. Komm, wenn ich dann aufgetaucht ist, dann hast du dich versteckt. Bist du jetzt ruhig? Karin, halt deinen Mund. Halt um Gottes Willen deinen Mund. Und gestern Nacht? Da hat Kornberg euch überrascht. Was willst du eigentlich hören? Dass er auf mich losgegangen ist und dass ich ihm das Beil auf den Kopf geschlagen habe. Ist es das? Na gut. Es war so. Ja, ne? Hier, komm. Na komm, mach schon. Ja, worauf wartest du denn? Guten Tag, mein Name ist Seidel. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Schönen Gruß von Herrn Pohlmann. Es hat ihm sehr leid getan, dass er Sie entlassen musste, sagt er. So, sagt er das? Er sagt, Sie waren sein bester Streckenwärter. Streckenläufer. Wie viele Kilometer geht man eigentlich als Streckenläufer am Tag? Ungefähr, meine ich. 15. Und wie lange waren Sie bei der Bahn? 36 Jahre. Oh Mann! Dann sind Sie ja fast dreimal um die Erde gelaufen. Viermal. Ganz schön. Und dann kommt so ein Wichtigtour und verpetzt ein. Und alles ist futsch. Arbeit, Pension, alles. Warum hat Kornberg das getan? Was soll das alles? Ich weiß, worauf Sie raus wollen, aber Sie vergessen was dabei. Kornberg hat mir das Leben gerettet. War damals so besoffen, dass ich den Zug nicht gehört habe. Im letzten Moment hat er mich von den Schienen gezogen. Aber dann hat er Sie gemeldet. Kein Streit? Ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Mal alles. Ganz schöne Kavenzmänner. Mit wie viel Pfund schlachten Sie die? Überhaupt nicht. Einmal im Jahr kommt die Gemeindeschwester. Aber ich gehe dann weg. Wenn ich zurückkomme, ist alles erledigt. Es gibt einen Haufen armer Leute hier. Haben Sie sonst noch was? Nur wo Sie heute Nacht waren. Bis 12 Uhr bei Alex Winter. Wir haben seinen Kart repariert. Und dann? Dann bin ich wieder hier gegangen. Haben Sie jemand
Sie? Ich habe die Abkürzung übers Feld genommen. Da begegnet man niemand. Tja, da will ich Sie nicht länger aufhalten. Wiedersehen. Kindchen, warum stehst du denn auf? Du brauchst doch deine Ruhe. Leg dich schnell wieder hin. Ich will nicht mehr liegen. Rauchen ist nicht gut für dich und jetzt schon gar nicht. Komm, sei vernünftig. Musst jetzt schlafen. Alles vergessen, das ist jetzt das Wichtigste. Also sei lieb und komm. Ich sag doch, ich will nicht. Komm. Ich will nicht schlafen. Ich will nur, dass man mich in Ruhe lässt. Aber Kindchen, was ist denn? Du bist ja ganz fertig. Ich glaube, ich bleib doch besser bei dir. Nein, bitte nicht. Geh jetzt, du brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Aber das tue ich doch gern. Ich möchte einen Augenblick allein sein. Gerade das ist nicht gut für dich. Bin gleich wieder zurück. Mache ich uns was zurecht. Muss doch endlich was essen, Ich bin gleich wieder da. Barbara, du, es tut mir so leid. Es ist furchtbar. Es war ja nicht leicht mit ihm, aber dass sowas passiert. Wenn ich nur etwas früher rausgegangen wäre. Du warst am Haus, als es passiert ist? Ich bin ihm nachgegangen. Hat man dich schon vernommen? Nicht richtig. Ich hatte gerade eine Spritze bekommen. Ja, aber wenn der Kerl nur weiß, dass du ihn gesehen hast, ich meine, das ist doch sehr gefährlich für dich. Ist doch Unsinn. Wenn ich wirklich in Gefahr wäre, würde die Polizei doch etwas unternehmen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bleib ich bei dir. Ich lass dich jetzt nicht allein. Du, ich möchte es nicht. Ich muss erst mal zu mir kommen. Mach dir keine Sorgen, mir passiert schon nichts. SK1, Matowski? Ja, da sind Sie richtig. Was gibt's denn? Ja. Ja. Finden Sie mal an die Wand. Alle? Ja, alle. Schön nebeneinander, aber chronologisch richtig. Natürlich habe ich verstanden. Wie heißen Sie? Hallo? Hallo? Kurt? Ja? Kurt, komm doch mal her. Ja, was ist denn los? Hat dir Winter erzählt, dass er sich mit Kornberg geschlagen hat? Kein Wort mehr. Hat ihn fast umgebracht. Wer sagt das? Anrufer, anonym. Hast du die Stimme erkannt? Nee, war zu undeutlich. Die Bilder hängen. Ah, komm mal mit. Da hängen sie, und? Also, schauen wir uns das nochmal an. Unregelmäßig. Ah, die sind sogar sehr regelmäßig. Ein langer Schritt, ein kurzer Schritt, ein langer, ein kurzer, ein langer, ein kurzer, ein langer, ein kurzer. Also, der Mann hinkt. Und er sieht in diesem Falle so aus. Links groß, rechts kurz. Links groß, rechts kurz. Links groß, rechts kurz. Links groß. Und? Wer läuft so? Ach, hier steckst du. Hab dich schon überall gesucht. Hey, fängst sehr früh an heute. Ja, ist doch meine Sache. Was ist los mit dir? Was soll denn los sein? Na Gott, ich kann am Anfang noch nicht will, oder? Bitte von mir aus, mir doch scheißegal. Du, dein Paket ist gekommen. Werden die Kabel sein? Können wir deinen Cut heute fertig machen? Ich mach heute überhaupt nichts. Ach komm, du lass mich endlich zufrieden. Du, das kannst du haben. Aber ich weiß jetzt, warum die alle so sauer auf dich sind. Es ist mir doch völlig wurscht, was die von mir denken. Auch wenn sie dich für einen Mörder halten? Hä? Wer? Man macht hier kein Theater! Sollen die alles mitkriegen? Setz dich doch wieder hin. Hier,
Also ich würde es dir ja auch sagen, wer? Kaminski. Der hat gesagt, dass ich Kornberg umgebracht habe? Ah, nicht direkt. Aber es lief drauf aus. Sein Dreckschwein. Eltern auch nicht. Sieh dich mal ein bisschen um, ich fahre das Auto mal ein paar Meter weiter. Herr Winter? Ja? Kann ich Sie sprechen? Ja, kommen Sie rauf. Bitte nehmen Sie Platz. Es lohnt sich nicht, wir müssen gleich ins Polizeipräsidium. Ich auch? Und deshalb sind wir ja hier. Muss das sein? Ich möchte zu Fräulein Kornberg, die wartet auf mich. So lange wird es ja nicht dauern. Das habe ich hinter mir ausgefunden. Sind das Ihre Sachen? Die Gummistiefel, ja. Und das Bein? Das habe ich noch nie gesehen. Das war unterm Holz versteckt. Das verstehe ich nicht. Das gehört mir nicht. Das ist nicht unser Beil. Ich glaube, das dauert jetzt doch ein bisschen länger. Aber Kindchen, kannst du nicht einfach so weggehen? Kein Wort, kein Zettel. Und ich sitze da und mache mir Sorgen. Wo warst du denn? Spazieren. So lang? Allein? Ja, allein. Wie kannst du nur so reden? Ich hab dich doch gesehen. Ich war allein. In Wagen mit Kaminski. Das rote Kopftuch hab ich doch erkannt. Ich war allein. Ich habe keinen Grund zu lügen. Versuch nicht dauernd, mich zu bevormunden. Aber Kindchen. Ich bin auch kein Kindchen mehr. Ich bin erwachsen. Ist ja gut, ist ja gut. Warum regst du dich so auf? Meinst ja nur gut mit dir. Ja, du meinst es gut mit mir. Mein Vater hat es auch immer gut gemeint. Aber von jetzt ab möchte ich endlich selber bestimmen, was gut für mich ist. Bitte geh und lass mich allein. Aber Kindchen. Bitte lass mich allein. Bitte? Wenn du meinst, 20 Jahre. Und jetzt? Wer hat sich denn um dich gekümmert, damals, wie deine Mutter fortgelaufen ist? Ich, ganz allein ich. Das weiß ich, du hast es oft genug gesagt. Ja, aber du willst es ja nicht wissen. Lässt sich ja nicht wegwischen, 20 Jahre. Bitte geh jetzt, ich kann's nicht mehr aushalten. Lass mich endlich allein. Ich gehe schon. Brauchst mir nicht zweimal zu sagen. Der liebe Gott wird dich strafen. Wenn's dir leid tut, weißt ja, wo du mich finden kannst. Na, wie sieht's aus? Lassen Sie? Ja, das hätten wir uns sparen können. Ich sag ja, das sind meine. Was soll denn das alles? Das bedeutet, dass diese Abdrücke von Ihren Stiefeln stammen. Links, rechts. Haben wir im Garten gefunden. Aber in dem von Kornberg. Ist unmöglich.
Kornberg lag daneben, sein Schädel war eingeschlagen. Mit diesem Ball. Kann ich ein Schluck Wasser haben, irgendwas zu trinken, oder? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Bein noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, wie es unter das Holz gekommen ist. Und die Fußabdrücke? Ja, dann sind das nicht meine Stiefel, da sind die vertauscht worden. Oder die sehen sich ja alle so ähnlich. Und die Einlegesohlen? Ja, die können auch vertauscht sein, oder? Herr Winter, stehen Sie mal auf. Kommen Sie, stehen Sie mal auf. Kommen Sie. Kommen Sie mal zu mir. Aber nicht zu schnell. Links groß, rechts klein, links groß, rechts klein, links groß. Was ist eigentlich mit Ihrem Bein? Ein Unfall. Hier, schauen Sie mal her. Links groß, rechts klein, links groß, rechts klein, links groß, rechts... Hören Sie auf! Und so weiter. Bitte, hören Sie auf. Sie lieben doch Fräulein Kornberg. Ja. Deshalb hat er sich auch so getroffen, dass Kornberg Krüppel zu Ihnen gesagt hat. Sie bricht doch keinen Menschen um. Aber Hühner. Nein. Warum? Aus Rache. Sie wollten ihm einen Denkzettel verpassen und er hat sie überrascht. Nein. Plötzlich stand er vor Ihnen mit einem Beil in der Hand. Er hat sich auf Sie gestürzt und Sie haben sich gewehrt. Dann haben Sie ihm das Beil weggerissen und zugeschlagen. Einmal, zweimal. Nein, so war es nicht. Also, wie war es dann? Erzählen Sie mal. Kurz. Ja, was ist? Ich glaube, Herr Winter braucht eine kleine Pause. Was? Dann bringt ihn doch mal rüber. Kommen Sie, Herr Winter. Harald, bist du wahnsinnig? Ja, noch fünf Minuten, der hätte aufgepackt. Sieh dir mal das letzte Foto an. Ja, und? Auf welcher Seite ist der Auslauf für die Hühner? Na, rechts. Müsste aber links sein. Vom Haus aus gesehen war der Auslauf links. Das ist richtig. Dieser Trottel von Aushilfsfotograf hat das Bild seitenverkehrt kopiert. Erst vergisst er den Nummern und jetzt das noch. Also nichts mit links groß, sondern links klein. Genau umgekehrt. Aber es waren doch seine Stiefel. Standen hinterm Haus. Die kann theoretisch jeder benutzt haben. Ja, theoretisch ja. Mach schon ein Bier. Ein großes. Komm sofort. Warum sitzt du nicht allein? Hast du was? Ich hab mir gedacht, vielleicht ist dir das lieber. Wär doch nicht so ein Stoss. Du und Kornberg, daran habe ich keine Sekunde geglaubt. Die da denken anders. Hast du gemerkt, wie die mich angestarrt haben? Die glauben doch jetzt noch, dass ich es war. Lachen doch die Hühner. Wenigstens die, die übrig geblieben sind. Mir ist das Lachen vergangen. War es doch vorbei. Die hätten dich doch festgehalten, wenn sie dich noch im Verdacht hätten. Deswegen bin ich auch hier. Damit sie es alle sehen. Ja, für die ist endlich mal was los hier. Du warst kaum weg, da wusstest schon der ganze Ort. Und wer hat dir das gesagt? Kaminski. Irgendwas anhängen. Wenn ich nur wüsste, warum. Vielleicht wegen Barbara. Was hat denn Barbara damit zu tun? Nichts, gar nichts. Ist mir so rausgerutscht. Ist ein blödes Gequatsche. Ja. Ja, wirklich. Mein Gott, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Alex. Alex, bleib doch hier! Sein Bier? Da gibt's hier.
Mensch, Emil. Hallo. Du hier. Scheiße. Man ihn das Maul halten kann. Ich hab noch was im Wagen vergessen. Geh schnell raus und hol's. Bin gleich wieder da. Revierwache 54, Krüger. Schönen guten Abend. Also, wie gesagt, ich fahre in der Wohnwagenkolonne und ausgerechnet nur, weil ich ein Porsche bin, das finde ich unerhört. Alle Wagen fuhren mit der gleichen Geschwindigkeit. Und warum holen Ihre Kollegen ausgerechnet mich raus? Ja, mittendrin. Wie soll ich denn da 64 gefahren sein? Ich begreife das nicht. Tut mir leid. Frau Schmiede? Ja? Mein Name ist Beer, das ist mein Kollege Seidel. Angenehm. Sie haben uns angerufen. Ja, also mir ist da noch was eingefallen, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt wichtig ist. Ja, das werden wir ja gleich wissen. Ihren Namen. Ja, also, Herr Wachtmeister, wirklich, 30 Wohnwagen fahren vor mir, gleiche Geschwindigkeit wie ich. Ich verstehe das nicht. Wir dürfen das. Ihr seid doch schon drin. Sie können doch nicht einen schnappen und alle anderen laufen lassen. Es war in der Mordnacht um 12:30. Ich habe die Abkürzung über den Eschenweg genommen und da stand der Wagen. Eschenweg? Da wohnt doch der Winter. Der war es aber nicht. War Kaminski. Wie ich gekommen bin, ist der ganz schnell weggefahren. War er allein? Hatte eine Frau neben sich. Ja, haben Sie sie erkannt? Nö, Gesicht konnte ich nicht erkennen, aber der hatte ein Kopftuch um, ein rotes. Und das fällt Ihnen erst jetzt ein? Ja, ja, heute Nachmittag, wie ich die beiden wiedergesehen habe. Ja, und? Ging zu schnell. Nur wieder das rote Kopftuch, aber sowas haben ja jetzt viele, ne? Wieso viele? Wir hatten noch so ein Tuch. Barbara Kornberg. Barbara. Papsi! Barbara! Wer ist denn da? Was soll denn das? Lassen Sie doch bitte nicht aus! Was wollen Sie denn von mir? Jetzt sagen Sie doch endlich, wer Sie sind! Ach, Sie sind das. Sind Sie verrückt geworden? Sie mich ganz schön erschreckt. Machen Sie doch das Licht aus! Das nächste Mal erschrecke ich Sie nicht nur. Was ist mit Ihnen los? Lassen Sie die Finger von Barbara, sonst... Was sonst? Wollen Sie mich totschlagen? Vielleicht mit dem Bein? Sie sind ein Schwein, Kaminski. Lassen Sie die Finger von Sie Barbara. Haben mir gar nichts zu verbieten. Merken Sie sich das. Und jetzt hören Sie mir mal gut zu. Machen Sie sowas nie wieder mit mir. Wenn du dich noch einmal hier sehen lässt. Ich meine es ernst, Kaminski. Ich auch. Nimm die Hände weg, du Krüppel. Sie wollten es ja nicht anders. Du Schwein! Hallo? Alex, bist du das? Alex! Mensch, Alex, wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Ach, komm, lass mich, es geht schon. Du kommst jetzt mit rein. Komm mit rein. Ihnen gefallen? Spiel nicht so ein Theater. Bis jetzt hast du nur immer Theater gespielt. Ach ja,
Hast du dir mal überlegt, warum ich das getan habe? Natürlich. Ich habe dich dazu getrieben, ne? All deine miesen kleinen Affären, alles meine Schuld. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn eine Ehe mal kaputt ist, liegt das nicht nur an einem. Ja. Du suchst immer eine Entschuldigung. Für dich. Fühlst du dich dann wohler? Eigentlich weißt du doch ganz genau, was für ein Mieser... Hör doch auf, Karin. Wir wissen doch beide genau, was wir voneinander zu halten haben. Das stimmt. Ich hab's so satt. Bis hierher hab ich's satt. Rolf. Es hat keinen Zweck mehr, Karin. Ich lass mich scheiden. Nacht. Tut uns leid, dass wir stören. Wir müssen unbedingt Ihren Mann noch mal sprechen. Au! Verdammt, warum muss das denn sein? Ja, das muss sein, sonst würde ich es ja nicht tun. Was hat der Kerl hier zu suchen? Jetzt fang nicht wieder von vorn an. Ja, dann seh es endlich ein. Ich kenne solche Typen. Wollte ich nur... Du bist so naiv und merkst es nicht. Ist nicht so. Er wollte nur ein bisschen nett sein, mir helfen. So langsam finde ich dich lächerlich. Weißt du, was ich lächerlich finde? Dass du es gut findest, wenn ein Kerl, der doppelt so alt ist wie du, dich anmacht. Was gefällt dir denn an ihm? Du antworte mir, was gefällt dir denn an ihm? Das Haus kann es ja wohl nicht sein, wenn da schon eine Frau drin. Zum letzten Mal, ich habe nichts damit zu tun. Wir sind um 11 schlafen gegangen und ich sehe keinen Grund, warum ich das korrigieren soll. Aber man hat sie gesehen. Nach Mitternacht. Nein. Das ist unmöglich. Als es passiert war, war ich hier im Haus. Fragen Sie mal meine Frau. Warum sagst denn du nichts? Karin! Mein Mann war nicht zu Hause. Was? Weißt du, was du da behauptest? Mein Mann war nicht zu Hause. Ach so. Sie will sich rächen. Ich habe ihr eben gesagt, dass ich mich scheiden lasse. Jetzt will sie mich reinreißen. Ich habe bei dir reingesehen. Dein Bett war leer. Bist du verrückt? Ach so. Naja, in meinem Zimmer war ich natürlich nicht. Ich war im Kühlschrank. Ich habe mir was zu trinken geholt. Ich hatte Durst. Da habe ich auch nachgesehen. Du warst im ganzen Haus nicht. Jetzt sage ich kein Wort mehr. Jedenfalls nicht hier. Na gut, dann gehen wir zu uns. Morgen muss ich früh wieder raus. Ich habe mir einen ganz schönen Nachholbedarf. Ich meine, letzte Nacht waren Sie auch nur ein paar Stunden. Wie kommen Sie denn darauf? Das hat uns Herr Kaminski erzählt. Sie waren doch mit ihm aus, oder? Kaminski? Ja. Ich kann mich beherrschen. Wenn Sie den ganzen Tag so rumtun müssen wie ich, sind Sie froh, wenn Sie sich langlegen können. Um 11:30 war Feierabend und um 12 war ich schon in den Federn.
Wie lange wollen Sie mich eigentlich hier noch festhalten? 1 Uhr. Nee, ist noch nicht ganz. Die geht vor. Der Singer der Landposten. Der Ober kennt mich. Der kann bestätigen, was ich gesagt habe. Herr Kaminski, setzen Sie sich bitte hin. Es kann auch dauern. Sie machen mich verrückt mit Ihrem, das kann auch dauern. Ja, wenn Sie gleich die Wahrheit gesagt hätten. Ach, und die Scheidung? Auf sowas wartet die doch nur. Die lässt mich zahlen, bis ich schwarz werde. Und dann kann ich nachher noch... Ja, Teddy, bringen Sie rein. Guten Abend, Frau Wieland. Nehmen Sie bitte Platz hier. Frau Wieland, waren Sie gestern Nacht mit Herrn Kaminski zusammen? Ja, natürlich waren wir das. Warum sagst du nicht die Wahrheit? Also, waren Sie oder waren Sie nicht? Aber ich... Ich habe mit dem Ober gesprochen. Herr Kaminski war gestern zwischen 1 und 3:30 in der Eule. Das kann er beeiden. Er war mit einer Frau da, circa 30, braune Augen, schwarze Haare, und er hat Mascha zu ihr gesagt. Ja, bitte. Was habe ich denn gesagt? Wie heißen Sie mit Vornamen, Frau Wieland? Mascha. Und? Warum haben Sie gelogen? Soll er doch zu seiner Barbara gehen. Dieses verlogene Schwein. Was du mir nicht alles versprochen hast. Von mir aus hätten Sie ihn ruhig einsperren können. Besser, Sie halten jetzt den Mund und können gehen. Das würde ich an Ihrer Stelle sehr schnell tun. Na, haben Sie Töne? Die hätte mich doch glatt reinrasseln lassen. Eberhard, machst du bitte das Protokoll, dann kann Herr Kaminski gehen. Kommst du, Teddy? Ja. Prima, was? Ja. Immer wieder von vorn anfangen. Da geht's zum Ohr, da ist er bestimmt nicht hingelaufen. Nee, bestimmt nicht. Mit dem Beil in der Hand. Und da ist der Bahndamm, dahinter ist ein Graben mit Stacheldraht. Also muss er ein Stück auf den Schienen gelaufen sein. Ja, wahrscheinlich. Dann gehen wir doch mal hin. Das sind vielleicht ein paar Idioten. Gummiknöppel auf 2 Beinen. Die erwischen den noch nie. Da bin ich nicht so sicher. Aber was, dann hätten sie noch schon. Der ist doch viel zu gerissen für die. Abwarten, Herr Kaminski. Na ja, gut. Hauptsache, die verschwinden hier. Ich kann die nicht mehr sehen. Blöde Lauferei. Ich komme mir vor, als wenn ich einen zu engen Rock anhabe. Ach, du gehst falsch. Du musst eine Schwelle auslassen. 1, 2. 1, 2. 1. So laufen in Amerika die Trams quer durch den ganzen Kontinent. Graf Lugner gelesen, wa? Nee, Jack London. Es geht doch nichts über eine gesunde Halbbildung. Keine Trippelschritte, Mensch. Dein Großen, ein Kleinen. Dein Großen, ein Kleinen. Dein Großen, ein... Mann. Dein Kleinen, dein Großen. Genau. Was ist denn, Alex? Warum musst du denn schon wieder mit? Entschuldigung, wir haben es eilig. Der regt dich nicht auf, ich komm bald zurück. Aber warum nehmen sie dich denn schon wieder mit? Rufst du mich an, wenn du zurück bist? Mach ich. Du, hier ist er nicht. Ja, auch nicht. Also warten wir. Na ja. Moment mal. Hier. Ja, was ist denn damit? Na, Haken, Weghaken. Das ist selbstverständlich. Sehen Sie sich mal Ihre Schuhe an. Die Innenseite der Sohle ist stark abgewetzt. Ja, wenn ich das Bein vorziehe, dann schleife ich immer etwas über den Boden. Genau, wie bei allen linken Schuhen. Nur bei dem nicht.
Sie haben recht, sie sind vertauscht worden. Wer? Können wir mal Ihre Gummistiefel sehen? Oder haben Sie etwa keine? Natürlich habe ich welche. Das sind nicht Ihre. Sie haben doch selbst gesehen, wo ich sie hergeholt habe. Hier, die linke Seite ist abgewetzt. Die gehören Winter. Sie haben sie vertauscht. Was habe ich? Wann denn? Seit der Sache mit Kornberg bin ich nicht mehr bei Alex gewesen. Und das hier? Naja, das hat mir der Briefträger gegeben. Habe ich doch Winter mit in den Krug gebracht. Ja, und zwar mit den Worten, ich habe dich überall gesucht. Und wo sucht man wohl zuerst? Hm? Bei ihm zu Hause, oder? Die Schritte stimmen überein. Ein großer, ein kleiner. Ah, ein großer, ein kleiner. Über 30 Jahre Streckenläufer. Da geht einem sowas im Fleisch und Blut über. Kornberg war Ihr Kollege. Er hat Ihnen mal das Leben gerettet. Ein Dreckhaber! So besoffen kann ich gar nicht sein, dass ich den Zug nicht höre. Das merke ich an den Schienen, wenn die vibrieren. Aber auf ihn war es eine schöne Gelegenheit. Ihn haben sie befördert und mich rausgeschmissen nach 36 Jahren. Alles zum Teufel. Ja, Wehrmeister. Sie müssen jetzt mitkommen. Sie sind mir scheißegal. Wirklich. Und die, wer kümmert sich um die? Das regeln wir schon. Ja? Ja, dann ist gut. Die können ja auch gar nichts dafür.